Heute Abend kannst du live und online an unserer homöopathischen Verreibung teilnehmen. Von Zeit zu Zeit nahm Homer Petzen die Verreibung eines homöopathischen Mittels vor. Er tat das, um seine Sinne zu schärfen und außerdem einfach empfänglicher für die Leiden und Beschwerden seiner Patienten zu werden. Heute hatte er schon 3 Stunden lang verrieben und begann nun mit der C4-Verreibung. Bei den Verreibungsstufen C1 bis C3 hatte er eigentlich nur körperliche Symptome gehabt, wie Kopfdrücken, verschwommenes Sehen, Hören wie durch Watte. Jetzt bei dieser Verreibung sah er plötzlich Bilder. Homer als kleiner Junge, voller Scham, weil er mitten im Unterricht zur Toilette gehen musste. Er spürte die Scham ganz deutlich, so als hätte er auch seine Pflicht vernachlässigt, als sei er einfach nicht richtig. Als er die Verreibung beendet hatte, saß er da, dachte nach und musste schmunzeln, wie groß doch die Kraft dieser Arznei war. So mussten sich Menschen fühlen, die komplett verunsichert waren.